Ich freue mich, es geht wieder los nach langer, langer Abstinenz. Ich glaube, es ist über eine Woche her. 15 Minuten ohne Schnitt und heute mal mit einer Spezialaufgabe. Ich sitze auf dem Trecker und der Janis sitzt auch auf dem Trecker. Und das haben wir die ganze Zeit nicht geschafft, obwohl wir sehr viel unterwegs gewesen sind, haben wir es nicht geschafft, eine Spezialtätigkeit, die wir im Lohn anbieten, mal in Film und Wort und Ton zu fassen. Aber wenn ich jetzt gleich die Kamera drehe, braucht ihr nur kurz den ersten Blick zu sehen, dann wisst ihr schon, worum es geht. Auf geht's. Unser 412er im Spezialeinsatz. Das ist das, was am allerbesten kann. Wow! Die Astsäge. Ausleger, seht ihr ja? Und das Ganze kombiniert mit einer 2 Meter Astsäge von Spirit. Damit fahren wir noch bis Ende Februar. Über die Lande und machen ein wenig Lohnarbeit damit. Aber jetzt müsst ihr ein bisschen Ton genießen hier. Hast du mit deinem Kollegen gesprochen, den im Käfig auf dem Trecker? Ja, das ist normal. Aber du weißt, dass die Saison jetzt quasi vorbei ist, ne? Ja. Hat er gescheppert? Was ist denn mit dir los? Wir haben noch Winter und du hast ein T-Shirt an. Weil Janis ist im Abstand das größte Mädchen, was Temperaturen angeht, was auf diesem Planeten rumläuft. Aber nicht so eine Scheiße. Dieser, Moment, muss, dieser historische Moment muss festgehalten werden. Janis arbeitet mit der Hand. Oh, sieht gut aus. Warte, ich kann ihm helfen. Jetzt hat der Ehrgeiz ihm gesagt, ich mach das alleine. Warte, das haut er in die Scheibe rein. Wo du gerade hier bist, wir müssen mal eben gucken, weil das Ding. Relativ stark am Schlagen ist, aber merkst du das? Ja. Weil gerade wenn du weit oben bist, ich weiß nicht, ob wir das höher machen müssen oder tiefer machen müssen. Hast du eine Idee? Aber der schlägt doch hier drin, Oberlenker. Ja, ich glaube, ja, das. Da fehlt übrigens ein Stift, ein Splint. Nicht gut. Müssen wir da reinmachen. Aber das Ding ist speziell lange. Lass mal ganz kurz mal mir die Anhängung erklären. Und zwar seht ihr, der Oberlenker ist rausgebaut. Dafür hängt so ein Koppelteil drin. Der Oberlenker ist dann hier reingesetzt in diesen Koppelteil. Und dann hängt das in diesen Streben. Und diese Streben verhindern quasi das starke Wackeln. Wir können den entweder, also ich glaube, eigentlich muss der hängen. Eigentlich muss der komplett da drin hängen. Dann wird es besser. Testen wir mal. Weil jetzt sind die auf Vollspannung, die Dinger.
Und jetzt bist du ja so wild am Schneiden da oben. Hast du keine Angst? Vielleicht kannst du gleich noch einmal dieses Jahr eine Abnehmer eine Runde machen, ne? Vielleicht hier nochmal eine Runde vorbei. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal Sonderspezialarbeit, ne? Also schön sind so kleine Aufschläge, ne? So kleine Wallhecken, so dick und so ein bisschen schräg gewachsen und schön ohne Laub ist wichtig, weil wir haben diesen Herbst dann mit Laub geschnitten, das ist mega anstrengend, ne? Ja. Und jetzt ohne Laub ist super entspannter für die Augen. Und dann kannst du auch mit, was spitze? Schau dir dieses Gesicht an. Fuck. Schau dir den Grund an. Fuck! Ich weiß nicht. Vorhin noch nicht weg. Nee. Naja. Also wir müssen dann nochmal dem lieben 412er zu gut zu tun nochmal einen Rahmen drumherum bauen, ne? Weil der Trecker ist eigentlich perfekt, ne? Der braucht extrem wenig Sprit dafür und fährt in so einem geringen Drehzahlbereich. Das ist voll easy peasy. Komm mal, wir machen weiter. Letzte Weide für heute. Hast du denn den Oberlenker kurz genug? Ja, dann eigentlich passt das. Der ist auch nicht länger geworden. Ne? Jetzt, der Ding muss ja nicht ziemlich senkrecht stehen, senkrecht angebaut sein. Oh, sorry für die beschissene Kameraführung. Jetzt haben wir geguckt, aber das Gerät hängt ein bisschen drüber. Der Oberlenker könnte ein bisschen kürzer, aber nicht so dramatisch. Machen wir weiter. Aber ich glaube, ihr müsst so ein bisschen Abstand halten, wa? Mit den dicken Dingern. Ja. Und später oder Beta? Beta. Ah, Beta, danke. Ich lade eine Schippe auf dem Boden. Wir sind ja auf dem Pferdehof direkt bei uns in der Ecke. Sieht man da hinten vielleicht. Dran hängt. Kannst du einfach schlagen, wenn er ganz oben hängt. Der Ausleger hat eine Länge von 6 Meter. Und dann haben wir inklusive Aufbauhöhe sind wir dann so circa bei 7 Meter, die wir schaffen. Ohne Probleme. Und der Abstand von der Kabine ist ja auch relativ geil weit. Ja, der Vorteil ganz klar beim Trecker ist einfach im Vergleich zu Tieflader und Co. Teleskoplader und Co. ist, man hat eigentlich die Säge immer fest im Blick. Wir können mal eben kurz die Perspektive wechseln und dann habt ihr ungefähr die Idee aus, was Janis da sieht. Wow, hier schneit's. Also die Sägeblätter sind quasi immer auf Augenhöhe. Und deswegen sieht derjenige, der fährt, auch immer genau, was er gerade tut. Und der Trecker ist halt wendig, ne? Deswegen der F12er davor. Nur mit der Kabine, wie gesagt. Und nochmal sehen, dass wir was rumkriegen. Alles schlecht genauso. Lässt sich auch irgendwie denken, weil das Ding halt komplett in der Schräglage hängt da. Der Job ist eigentlich, macht voll viel Bock, aber ist mega anstrengend. Wir haben einen Joystick. Wow. Da geht wieder einer auf den Deckel. Manchmal möchte mein Chef gar nicht mal wissen, was die Jungs mit dem Trecker machen, ey. Ah, danke. Ja, so geht's. Also kurz ein bisschen langsam werden, langsam ansägen, dann bricht das Ding so weg. Dann haben wir noch nichts auf dem Trecker liegen. Ja, der Vorteil beim Trecker ist ganz klar das Gewicht. Mein Gott! Teleskoplader! Oder Bagger, da bin ich sofort bei einer ganz anderen Gewichtsverteilung. Und hier haben wir jetzt halt große Räder dran. Und das Gewicht ist auch bei dem Trecker etwas über 5 Tonnen. Durchaus okay, das Gerät an sich ist gar nicht so schwer. Natürlich hängt es sehr einseitig, das Gewicht. Aber wir haben uns damit noch nicht festgefahren. Oh, ganz interessanter Baum. Habt ihr gesehen? Also die Sägeblätter können bis zu 20 cm schneiden, eigentlich ohne Probleme. Und hier hat er gerade runtergeballert. Jeder. Und das sind Sekunden.
nur Sekunden, wo das Ding sägt und schon ist es runter. Natürlich ist es auch ohne Ende gefährlich. Also man muss immer aus dem Gefahrenbereich raus, weil ihr seht da vier Sägeblätter. A50 im Durchmesser. Wenn da mal ein kleiner Ast oder ein kleiner Zahn da fliegt, haben wir echt ein Problem. So. Weiter mal eben. Jetzt kommt die Cap View. Jetzt kannst du uns zeigen, wie es funktioniert. Hast du gesehen, dass das Nummernschild kaputt gegangen ist, Janis? Das, weißt du? Ja, oh. Ja, das auch. Das ist schon länger. Ja, also wie viele Stunden haben wir drauf gemacht dieses Jahr? Einige. Ja, und da ist dann so ein paar Reibungsverluste da sind. Das glaube ich ganz normal. Und da wird den 412er sowieso niemals verkaufen werden. Weil das mit Abstand der beste Trecker ist auf der ganzen Welt. Ja. Ist doch nicht egal. Schau mal, wisst ihr, was ich meine? Da steht Wasser im Graben. Und wir sind hier was sind wir hier? 20, 30 cm höher? Oh, sorry. Und wir können fahren. So, jetzt zeig dir erst mal, wie es geht. Ich rede und du steuerst? Ja. Also, er hat den Joystick. Wenn der Joystick nach hinten zieht, dann geht der ganze Arm hoch. Wenn der Joystick nach rechts oder links neigt, dann geht dieser Knick in der Mitte auseinander. Und den Knopf, den er da mit dem Daumen gerade die ganze Zeit befummelt, damit kann man die Neigung von der Säge verstellen. Dann sind daneben noch zwei Knöpfe, die sind dafür da, um den Arm nach hinten zu fahren. Transportstellung, habt ihr gerade auch gesehen. Und was haben wir noch für Knöpfe? Genau, da sind die schwarzen Knöpfe drauf. Die, genau. Damit können wir den Kopf noch drehen. Sprich, wir fahren rückwärts. Der ist natürlich dann High-End-Anwender. Weißt du, wenn der Dach oben offen ist, dann rappelt sie mal rein. Ne? Aber dadurch kann man gut gucken. Ne? Ah, wir werden mal kurz die Perspektive nehmen. Das ist gerne seine Perspektive. Ja, so ist egal. Also wenn man mal nicht so anspruchsvolle Arbeiten hat, sprich, gut, dass ich auf der linken Seite sitze, als Kontergewicht. Ja. Sprich, leichte Hecken oder sowas, dann kann man auch rückwärts schneiden, rückwärts fahren. Dafür kann man aber die ganze Säge nach hinten klappen und dann schafft man mehr in dem Hin- und Herfahren. Macht aber wirklich nur dann Sinn, wenn man ganz, ganz schnell fahren kann, ohne großen Stress. Oder, wenn du richtig große Bäume hast, so wie gerade, die auf den Trecker fallen können und dabei das Nummernschild zerstören können, die kannst du auch so herumsägen, dann fährst du rückwärts vorsichtig ran, dann fallen die definitiv hinter den Trecker. Ansonsten fällt da alles neben den Trecker. Und genau, was ich euch zeigen wollte, ist die Perspektive, die wir so haben von hier aus. Weil wir können von hier aus die Säge sehen. Jetzt oben ist nicht mehr ganz elegant, da muss man immer so ein bisschen bücken. Und deswegen macht Janis das auch immer. Lass sie mal einmal kurz sagen, die Säge. Aus Perspektive her. Wenn die unten wäre. Und Janis macht jetzt den Joystick ganz. Der ist ein sehr feinfühliger Joystick. Er lässt runter so. Das ist die Perspektive, wenn man so. Das würde ja auch eigentlich reichen. Wenn wir normale Feldränder schneiden, dann machen wir meistens maximal dreimal drüber her. Also einmal unten, dann diese Höhe und dann noch ein bisschen drüber her. Das reicht vollkommen. Nur hier ist halt so ein alter Baumbestand und sobald da Laub drauf ist, dann hängen die ganzen Äste runter und hängen uns voll im Blick. Deswegen müssen wir ja mal hoch und das ist anstrengend. Also Janis, was macht dich müder? 2 Stunden Alkohol trinken oder 2 Stunden Astsäge fahren? 2 Stunden Astsäge fahren. Das ist wirklich super anstrengend, ne? Aber Ed schockt. Janis hat mal jemand gesagt, das kommt direkt nach Mähdreschen. Ja. Richtig? Ja, ist richtig. Wo würdest du Gülle fahren einschätzen? Im Moment ganz weit oben. Ich habe gerade übrigens getestet, ne? Ich habe dich in einer... Wow! In einer Insta-Story verlinkt. Jetzt ist alles kaputt. Gülle fahren geht auch nicht. Ich steig mal ab. Ich hab, mir ist das zu gefährlich hier. Wir haben noch 40 Minuten, Sekunden. Wolltest du noch was sagen? Nee. Scheiß. Warte! Da wundert man sich, dass der Dach kaputt geht. Ey. Man sollte öfters da mitfahren bei dem Kerl. Genießt die letzten Sekunden noch. Jetzt nochmal dicker Baum. Dann nehmen wir noch mit.
Den zeige ich euch noch eben und dann ist Feierabend. Habt ihr gesehen? Kurz einmal und schon ist das Ding runter. Danke fürs Anschauen. 15 Minuten ohne Schnitt sind 15 Minuten ohne Schnitt sind jetzt zu Ende, werden gleich hochgeladen und am Montagabend heute 18 Uhr könnt ihr das schauen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!